Hallo Freunde, MK möchte euch in dieser Bilddokumentation vom Ludwigsdonau-Main-Kanal einige Beispiele gelungener und weniger gelungener Sanierungen und Restaurierungen vorstellen. Die Schleuse 1 in Kelheim vor dem Hafen. In Kelheim ist der Kanalhafen, das Lagereigebäude und das Dienstwohngebäude des Hafenmeisters in einem sehr guten gepflegten Zustand. Bei Essing im Altmühltal finden sich Schleuse 4 und ihr zugehörendes Wörterhaus nicht mehr im Originalzustand, da durch die notwendig werdenden Talauffüllungen in diesem Bereich die beiden Bauwerke in ihren Ansichten verändert wurden. Auch in Mayern, ebenfalls im Altmühltal, zeigt sich Schleuse 11 gut gepflegt. Am Altmühl-Seitenkanal in Dietfurt-Mühlbach befindet sich die Schleuse 12. An dem hervorragend restaurierten Wörterhaus der Schleuse 13 fährt im September 2007 ein Frachtschiff auf dem Main-Donau-Kanal nordwärts vorbei. Im Ottmaringer Tal zwischen Ottmaring und Beingries wurde die Schleuse 22 als trockenliegendes Kanalbaudenkmal saniert. Bei Kanalkilometer 39,6 am Ausgang des Ottmaringer Tals zum Sülztal befindet sich die alte Käfenhiller Wegbrücke. Sie wurde im Jahr 2001 vorbildlich restauriert. Und bei dieser Restaurierung sind sogar die alten Zugseilabweichstangen an den Brückenwiderlagern erhalten geblieben. Bei Kanalkilometer 40,5 findet sich diese schön restaurierte Kanalbrücke und ein ehemaliges Sicherheitstor. Als nach 1860 der Güterumschlag an der Lände Beingries stark zunahm, reichte die vorhandene Kaimauer nicht mehr aus. Der Hafen musste nach Norden zu verlängert werden, was in Form einer Böschungsmauer geschah. Auch dieses Mauerwerk wurde bei der Sanierung wieder freigelegt. Das sauber ausgeräumte Kanalbett mit der Kanallände und den Lagerei- und Hafenmeistergebäude im Beingries, Januar 2009. Bei der Sanierung des Oberndorfer Durchlasses, der eigentlich ein Aquädukt ist, wurden auch die Böschungstreppen nicht vergessen. Sie wurden wieder freigelegt und das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt baute einen vorschriftsmäßigen Handlauf aus Stangenholz dazu. Bei Kanalkilometer 43,860 befindet sich an der linken Kanaldammböschungsaußenseite dieser Hochwasserüberlauf, dessen Mauerwerk im Jahr 2002 saniert wurde, wobei erst die Schönheit des Mauerwerks wieder zum Vorschein kam. Auch diese Kanalbrücke bei Kanalkilometer 44,3 in Blankstetten ist wunderschön restauriert worden. Bei Kanalkilometer 53,160 nahe Bolanden an der Wegscheid befindet sich rechts neben dem Kanal dieser sanierte Einlaufschacht, um Oberflächenwasser in einen Bachdurchlass ableiten zu können. 1996 wurde in Mühlhausen die Schleuse 25 saniert und erhielt dabei wieder Tore eingebaut. Seitdem wird in Mühlhausen mit einem ehemaligen Kanalfrachtschiff der heutigen Alma Victoria ebenfalls getreidelt. Im Jahre 2008 wurde der Baukörper der Schleuse 27 in Mühlhausen saniert. Die Schleuse erhielt an ihrem Unterhaupt eine Dammbalkensperre, sodass die Schleusenkammer jetzt immer zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist, was die Schleusenwände vom Erddruck entlastet. 1995 war die Schleuse 30 und ihr Wärterhaus die erste Schleuse, die einer grundlegenden Sanierung und Restaurierung unterzogen wurden. Im Jahre 1999 war die Schleuse 32 am Beginn der Scheitelhaltung dran.
Schleuse 32 gesehen zum Oberhaupt. In den 1960er Jahren war die Straßenbrücke über den Ludwigskanal in Neumarkt-Holzheim durch einen Erddamm ersetzt worden. Dieser Erddamm wurde 1997 durch diesen formschönen Brückenneubau ersetzt. In Loderbach bei Kanalkilometer 71,670 befindet sich diese schön restaurierte Wegbrücke mit einem doppelten Sicherheitstor darunter. Zwischen 1986 und 1990 wurde der Elsbacher Einschnitt einer Generalsanierung unterzogen, was eigentlich einem Neubau gleichkam. Blick auf die Kanalbaustelle. Der Elsbacher Einschnitt nach seiner Generalsanierung. Januar 2002. In Rasch zeigt sich die Kaimauer der Lände in gutem Zustand und am 13. Oktober 2004 hat das Burgdanner Treibschiff Elfriede an der Kaimauer festgemacht. Im Jahr 2001 wurden die beiden Böschungstreppen an der Dörlbacher Wegbrücke freigelegt und saniert. Und so sahen sie nach der Sanierung aus. In den letzten Jahren hatte man den Eindruck, dass die Unterhaltung des Ludwigskanals als Denkmal für das Wasserwirtschaftsamt Nürnberg keine ehrenvolle Aufgabe mehr ist, sondern eine lästige zusätzliche Belastung. So wurden die 2001 freigelegten Böschungstreppen der Dörlbacher Wegbrücke wieder zugeschüttet, mit der Begründung, es sei kein Handlar vorhanden, dass man das aber auch mit wenig Aufwand selber machen konnte. Das hat ja das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt am Gescheltaler Aquädukt gezeigt, mit ihren aus Stangenholz gefertigten Handläufen. Im Jahre 2003 wurde die Schleuse 33 am Ende der Scheitelhaltung im Burgdamm-Rüblandshof betriebsfähig restauriert. Auch an dieser Schleuse merkt man inzwischen das fehlende Interesse zur Unterhaltung. So steht die Kammer jetzt immer leer und die unteren Tore sind im Trocknen, sodass sie mit der Zeit rissig und wasserdurchlässig werden. Ein weiteres Indiz dafür ist die seit Jahren fehlende Zugstange am oberen Tor und eine abgebrochene Zugstange am linken unteren Torflügel. Inzwischen beginnt auch das obere Tor undicht zu werden. Zusammen mit Schleuse 33 wurde auch deren an Unterhab befindliche Schleusentreppe saniert, um dann im Jahre 2011 zugeschüttet zu werden. Im Jahre 2004, noch unter der Leitung von Herrn Bollwein und Herrn Benfeld als Flussmeister, wurde die Schleuse 41 in Pfeiferhütte grundlegend saniert. Blick auf ihr Oberhaupt. Und das Unterhaupt mit der gleichzeitig verstärkten Straßenbrücke. Auch Schleuse 59 wurde im Jahr 2006 saniert, liegt aufs Oberhaupt. Und aufs Unterhaupt mit dem Schleusensteg und der gleichzeitig sanierten Schleusentreppe. Diese Schleusenstege wurden übrigens im Jahr 2010, 2011 auf allen Schleusen bis Nürnberg entfernt. Der Schwarzachbrückkanal, er wurde zwischen 1843 und 1845 erbaut. Er besitzt eine größte Höhe von knapp 18 Metern, eine größte Länge von über 90 Metern und eine Breite von Außenmauer zu Außenmauer von knapp 10 Metern. Er wurde 1984 saniert, indem der Kanaldruck mit einer Folie abgedichtet wurde. Beim Wiederaufbau des Schwarzachbrückkanales ab 1843 entstand im linken Brückenwiderlager ein Gewölbe, die Schleuse 60, nahe feucht. Sie wurde 2005 saniert. Der Brückkanal über den Gagsbach in Rödenbach bei St. Wolfgang. Auch dieses Bauwerk wurde in den 1980er Jahren saniert. Die Steinbogenbrücke in Rödenbach bei St. Wolfgang.
Diese Brücke ist von so guter Bauausführung, dass sie bislang noch keine größeren Reparatur- und Sanierungsarbeiten erforderlich machte. Die ehemalige Lände Wendelstein, sie war in den 1960er Jahren zum Teil zugeschüttet worden und wurde in den letzten Jahren wieder freigelegt und zum Teil saniert. Bis zum nächsten positiv sanierten Kanalbauwerk hat es einen weiten Weg in den Landkreis Forchheim zur Schleuse 94 in der Gemeinde Eggolsheim. Diese Schleusenanlage wurde im Jahr 2006 von der Gemeinde freigeräumt und gesäubert. Kurz vor dem Ende des Ludwigkanals in Bamberg-Buckhof nach Schleuse 99 hat die Flussmeisterstelle Bamberg den Ausmündungskanal in den linken Regnitzarm im Jahre 2006 freiräumen lassen. Und damit endet auch unsere Dokumentation über gelungene und weniger gelungene Sanierungen und Restaurierungen am Kanal.